Was geht ab? Was geht down, Leute? Ja, und ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, ganz kreatives Lineup gemacht für einen neuen Dungeon EX3, für Senzaro-Marsch, und es hat funktioniert. Ich sag von vornherein weg, es ist nicht eine 100% Quote, weil die Ultis manchmal von den Fettfängern. Wenn ihr das auf 100% haben wollt oder eine richtig gute Quote, dann macht ihr das einfach auf manuell. Das ist das Line-Up. Ich habe Rest vorne drin stehen, dann kommt Nord, supported von Sorvalay. Masrani hinten drin mit Luke. Als Commander benutze ich Grace mit All Skills, 1 auf Nord Zion. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich da quasi benutze. Der Rest ist hier nicht so wichtig. Frontier Damage Reduction auch nicht unbedingt wichtig. Ich habe den Vision Stone benutzt. Es ist wahrscheinlich auch gut, vielleicht Flowing Rune zu benutzen. Aber mir hat der Vision Stone gut gefallen, weil die ja auch eine extrem hohe Defense haben. Und der Vision Stone reduziert ja, wenn die Defense reduziert ist, erhöht die quasi den Damage um 36%, was halt schön viel ausmacht. Damit unsere Sorvalay besser überleben kann, habe ich den Ruler's Ring reingetan. Und damit unser Masrani besser heilt, habe ich die Flashpoint-Rune reingeknallt. Ja, ansonsten war es das. So, dann gehen wir rein. Ja, so viel gibt es gar nicht. Dann hier im Fight kann man ja eh nichts dann beachten, wenn ihr das auf Full Auto macht. Dabei muss ich aber sagen, Full Auto ist es nicht zu 100%. Also das ist manchmal RNG, Fettfingerung von den Ultis und so weiter. Wenn ihr das aber auf manuell spielt, dann könnt ihr das natürlich abgleichen und die Erfolgsquote natürlich noch viel weiter nach oben schrauben. Ja, man muss dazu sagen, dass dieser Dungeon ziemlich dafür ausgelegt ist, dass man Miranda halt hat. Ja, es hat schon ziemlich schlau von denen gemacht, um Miranda wieder zu verkaufen, ne? Was soll man da sagen, ne? Haben sie schlau gemacht? Seht, dass es immer ein bisschen knapp ist, weil das macht halt einfach extrem viel Schaden, das Gift. Deswegen sollten die Ultis eigentlich immer gut sitzen. Aber öfters fettfängern die, wie gesagt. Manchmal ignoriert auch Luke einfach komplett hinten die Spinnen, was auch doof ist. Und solche Sachen passieren ab und zu. Wir schauen mal. Ich hoffe, dass Luke diesmal sich um die Spinnen vernünftig kümmert. Und wir dann gar nicht durch haben. Ja, der Heal war jetzt nicht so geil von Masrani, muss man auch wieder sagen. Ihr seht jetzt, Luke macht die Spinnen nicht. Ihr seht das. Warum macht Luke die Spinnen nicht? Die laufen jetzt einfach hinten rein. Das ist so nervig, Luke, Alter. Was machst du? Gönn dir doch die Spinnen und hau die weg, Mann. Du hast 3, 4 Ultis jetzt schon weggeschossen. Und mach sie nicht auf die Spinnen, ich geh kaputt. Ey, deswegen sterben wir jetzt, ne? Oder? Oh ne, ja, RIP, ey. Aber so close, aber es ist halt so random. Ich sag euch, das ist halt manchmal so random. Wenn ihr das halt auf manuell spielt, dann sind diese Probleme halt nicht, ne? Aber ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Also das ist so das kreativste Lineup, was ich mir einfallen lassen konnte. Um halt einfach Miranda auszugleichen, die man eigentlich sonst hierfür braucht. Jetzt wieder eine Spinne noch. Boah. Wie konnte jetzt eine Spinne da noch überleben? Ich werde kaputt. Ich gehe kaputt. Die ignoriert er jetzt wieder. Die eine Spinne tötet ihn. Pass auf. Ja, Glück gehabt. Hat uns Sorvalay den Arsch gerettet, so gesehen. Jetzt ignoriert er wieder die Spinnen. Also der will halt einfach auch, dass unser Run scheitert, ne? Aber es läuft. Also wie gesagt, es ist nicht 100%, aber wenn ihr es auf manuell stellt, halt, dann könnt ihr es 100% so schaffen. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal das Gear und so weiter. Wir gucken uns mal an. Da haben wir die Hourglasses bekommen und so weiter und so fort. Gehen wir rein ins Gear. Einmal hatten wir Nord dabei, vorne in der Front. Ja, das sind seine Stats. Equipment ist Marauder. Mit Sun Signet und
Alles auf Crit-Rate, Crit-Damage, ihr seht das ja, und Attack gebaut. Nebelwender hatten wir gar nicht dabei. Lüge. Luke hatten wir dabei. Den Luke, der einfach ein bisschen die Spinnen manchmal nicht nimmt, ne? RNG-mäßig. Luke ist EX20. Er hat das Burst-Set an und alles auf Attack. Ja, das sind seine Sachen. Dann gucken wir mal weiter bei... Wen hatten wir noch? Sovereign hatten wir dabei. Das sind die Gesamtstats. Sovereign ist bei mir EX20. Und... Sie hat... Lebensset mit Gleitset für die Energy an. Also PvP-Gear einfach bei mir. Und... Ja. Dann hatten wir dabei Masrani. Masrani sind seine Gesamtset, er ist EX30. Er hat das klassische Heal-Set an. Eventuell könnt ihr natürlich bei Sovereign auch vielleicht probieren, Heal-Set anzuziehen, wenn die Heilung nicht ausreicht. Und dann hatten wir noch Res. Das ist Res. Er ist bei mir EX20. Hat auch noch PvP-Sachen an. Alles auf HP mit Damage Reduction. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe ein bisschen viel rumprobieren müssen. Ist knifflig, das ohne Miranda zu schaffen. Wie gesagt, sie versuchen da Miranda an den Mann zu bringen, ne? Wenn wir es auch verübeln. Lasst gerne einen Daumen nach oben fürs Video da. Haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keines der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace. Euer Resign 1.